So. Wir irritieren. Willkommen zurück zu Alex, dem Spiel mit überraschend viel Story. Wir reden auf keinen Fall mit Dex, sondern stattdessen reden wir mit Erik. So, was, Kaya kümmert sich um ihre Probleme im Fort? Oh, ich weiß gar nicht, ob das was wird, oder? Ich habe mit Kaya gesprochen. Sie wird sich um dein Problem im Fort kümmern. Allerdings wirst du erst einmal bei uns in der Bastion bleiben, bis die Dinge geklärt sind. Ja, aber sicher doch. Dann komme ich wenigstens mal ein wenig in der Gegend herum, was? Ah, mit Sicherheit ein besserer Job, als im Fort die Putze zu machen. Ich muss dir aber gestehen, dass ich mit meiner neu erworbenen Freiheit noch das ein oder andere ausprobieren möchte. Ausprobieren? Naja, wie soll ich das sagen? Mir sind da so ein paar Dinge um meine hübschen Öhrchen geflogen. Nix Wildes, nur ein paar Unannehmlichkeiten, bei denen ich, sagen wir, latent beteiligt war. Latent beteiligt. Hat der gute Herr Range eigentlich Alex 2 selber durchgespielt komplett? Oder zumindest bis hierher? Weil das muss ja richtig awkward sein, wenn du halt selber die Stimme bist, ne? Du hast Mist gebaut und willst die Gelegenheit... Du hast Mist gebaut und willst die Gelegenheit hier draußen nutzen, um sie wieder gerade zu biegen. Wenn du das so sagst, dann hört sich das so hässlich an. Nennen wir das Ganze doch einfach Außendienst. Das klingt irgendwie schöner, findest du nicht? Und ganz nebenbei, ich könnte eventuell deine Hilfe dabei gut gebrauchen. Ich meine, ich kämpfe für dich und du kämpfst für mich. Darum geht es doch bei Waffengefährten, oder? Aha, ja schon, aber was genau hast du da vor? Was habe ich denn? Mich kannst du mal... die Stimme passt nicht. Ich weiß nicht, das geht hier noch eigentlich. Also das, an der Stimme habe ich nichts auszusetzen. Die, den Schmied im Vor, der war wesentlich deplatzierter als das hier. Was hast du denn vor? Ja, schon, aber was genau hast du denn vor? Es gibt da den einen oder anderen Trupp der Alps, der durch Tavar zieht. Kommt ja schon mal vor. Und rein zufällig könnte es ja sein, dass ich gerade zu der Zeit den Wachdienst über eins unserer Setzlingfelder hatte. Und noch viel hypothetischer besteht ja die Möglichkeit, dass einer dieser Trupps einen der Setzlinge erbeutet und außer Landes verschleppt hat. Ich weiß zufällig, wo diese Alps jetzt sind. Du hast dir einen Setzling von den Alps klauen lassen. Du bist immer so unentspannt in deiner Wortwahl. Was hätten sie Fox 10 Jahre älter und Bart eine Statur gegeben, ging es ja. Nicht. Also man kann Stimme natürlich irgendwie zum gewissen Umfang so ein bisschen an Körperfülle festmachen. Also so, das Klischee ist ja immer die dicke Opernsängerin, ne? Aber der Bart ändert nichts an der Stimme. Glaub mir, ich höre mich genauso scheiße an, wenn ich keinen Bart habe. Die Stimme geht, aber das Ding ist, dass die Stimme von unserem guten Freund Erik Range halt irgendwie, dadurch, dass du sein Gesicht kennst, halt irgendwie sehr zu seinem Gesicht passt. Weil ich glaube, viele Synchronsprecher funktionieren vor allen Dingen deswegen, weil du nicht weißt, wie die Menschen aussehen. Weil zum Beispiel der Mensch, dessen Namen ich gerade vergessen habe, der diese Synchronstimme von Bruce Willis war und ist, ich weiß, wie er aussieht, glaube ich zumindest, ich glaube, ich habe ihn schon mal gesehen. Aber du weißt es ja in der Regel nicht, ne? Genau wie den anderen Typen von weiter oben, die wir vorhin erwähnt haben. Du weißt in der Regel ja nicht, wie diese Leute aussehen und dann kannst du dir das besser vorstellen. In dem Moment, in dem du halt ein sehr präsentes Bild von jemandem hast und diese Person vielleicht auch schon viel reden hast, hören, dann wird das halt irgendwie seltsam. Und mit etwas Mühe passt es. Du sprichst eher zu schnell für Alex, Bernie? Ja, gut, da könnten wir ja, das ist ja gar kein Problem. Brauchst du nicht richtig. Also das habe ich letztes Mal schon lang und breit dargelegt. Ich wäre nicht gut in so Synchronstimmen-Dings. Ich habe das mal versucht. Also es gab mal, was war das? Ich glaube, Dragon Age war das. Da gab es mal so ein Einreichungsding, sie blablabla. Da solltest du zwei Sachen nachsprechen. Ja, kann ich halt gar nicht, ne? Also das ist halt irgendwie so, gerade wenn zum, also ich kann das, so die Synchronstimme ist ja auch viel Schauspiel. Ich meine, ich könnte wahrscheinlich Bücher vorlesen, wenn ich nicht gerade so schnell spreche. Und was vorlese, wenn ich mich konzentriere, das ginge vielleicht, würde nur ewig dauern. Weil das wahrscheinlich auch ein Zeichen des Profis ist, dass du schnell, dass du das beim ersten oder beim zweiten Take schaffst und dass du nicht Ewigkeiten lange brauchst, weil irgendwann vorlesen kann wahrscheinlich jeder, weil du brauchst halt nur genug Versuche. Jo. Aber du, beim Synchronsprechen musst du ja irgendwie noch eine gewisse Rolle erfüllen, ne? Du musst ja halt irgendwie, ich glaube, meine Range ist halt schlecht, weil ich kann irgendwie bestimmte Stimmlagen nicht so gut. Also ich kann mit meiner Stimme nicht schauspielern, zumindest nicht gut. Und
Daran hängt's. Ich kann nicht rummanipulieren mit der Stimme. So, schlussendlich weiter hier. Wo sind die scheiß Alps? Wo sind diese Alps, die angeblich dein Setzling haben? Wir holen dir das Ding zurück? Alles Klärchen. Wir müssen auch nicht weit. Es ist quasi gleich um die Ecke. Realität, Fox Marketing. Das ging aber schnell. Für Kaya mussten wir Ewigkeiten ins Gedächtnis. Da drüben sind die Jungs. Ich fürchte, Jungs, sie kriegen das große Brennen unter ihren Hauben, wenn sie uns sehen. Das große Brennen? Aber kann das sein, dass sie ihnen über die Gelegenheit gegeben haben, seinen Dialog selber zu schreiben? Ich muss weitermachen. Sonst wird der Kleine in einer kaputten Welt aufwachsen müssen. Oh, das ist ein Problem. Keine Ahnung, was uns jetzt erwartet. Also sind wir besser vorsichtig. Ich hätte, glaube ich, im Vorfeld mal lieber ein paar Schuss. Vielleicht hilft es ja, wenn ich laut Alarm rufe. Alarm! Sei ruhig. Wir klären das schon. Die hätten ja gar nichts aus. Du willst Ärger? Du kriegst Ärger. Was ist der keine Auftritt drin? Ich glaube, sie haben ihn aber erlaubt, seinen eigenen Dialog zu schreiben, oder? Weil er redet halt. Aua! Okay, wir machen Fernkampf. Vielleicht hilft es ja, wenn ich laut Alarm rufe. Sei ruhig. Wir klären das schon. Es geht los. Guck mal, die halten nichts aus, die Boys, ne? Okay, der Typ war so. Ich kümmere mich. Du wärst ein Scout, das wäre sich jetzt weg. Nein! Legst du die Waffe runter! Nein! Warum holt er denn die Waffe raus? Wir haben uns doch so gut verstanden! Vielleicht hilft es ja, wenn ich laut Alarm rufe. Okay, ich sei ruhig. Wir klären das schon. Ja, auf den Schock trinke ich erstmal, keine Ahnung, ein Essen. Resistenzrealität? Ich habe keine Ahnung. Kaffeebohnen machen, die helfen gegen Realität. Okay, wir essen diesen Hamburger hier und liegen los. Komm her. Oh, guck mal, der kann fliegen. Oh, die Granate fliegen. Du willst Ärger? Du kriegst Ärger. Guck mal, er hat vor allem ein richtiges Schild, ne? Außendienst? Was ist das? Warum leuchtet das so blau? Muss das so? Erik, würdest du bitte langsam mal anfangen, die Leute umzuhauen? Okay, ich weiß immer noch nicht so richtig, warum so leuchtet, aber es ist eigentlich relativ egal. Oh, cool. Der macht das jetzt auch eh Schaden oder nicht? Ich werde mal vorher. Muss das so leuchten? Okay, hat er irgendeine Waffe fallen lassen? Ist der Schaden zu gering? Ist seine Waffe zu klein? Also aktuell, also an den Boys habe ich jetzt ganz gut Schaden gemacht. Also das ist, dafür, dass das komische Alpgewehr eigentlich ziemlich kacke ist. Legatenschwert? Legaten, hießen die nicht bei den Klerikern auch Legaten? Oder war das gerade sogar eine Klerikerwaffe? So, wo ist denn jetzt der letzte? Riesenkraut, oder? Ach, hier ist noch ein Cooper. Sehr gut. Beschädigtes Regentenschwert. Also du aber, ne? Also, was ist das für ein blaues Ding? Na egal, wir müssen noch einen Typen umnehmen. So, können wir uns an ihn ranschleichen? Moment, bevor wir das machen, sollte ich wahrscheinlich vorher nochmal kurz, weiß ich nicht, eine deftige Kartoffelpfanne zu mir nehmen. Das, würdest du bitte aufhören zu zaubern? Also die Magier von denen verstehe ich noch nicht so ganz. Weil kontrolliert er irgendwelche Viecher. Okay, die Alps sind auf jeden Fall wesentlich leichter umzunieten als die anderen Idioten. Was ist das? Ja, mach mal. Für die Drachenhexen nimmt ja gar keinen Schaden. Oh Mann. Ich habe gar keine Munition mehr.
Okay, kann ich diese Drachenhexe irgendwie davon abbringen, mich zu nerven? Das ist auch geil, dass ich die Alps, die ich eigentlich hier war, keine Probleme gehabt mit. Und dann kommt jetzt hier so. Kommt jetzt so eine komische Drachenhexe angeschlüsselt und macht mir Probleme. Ein Alpschwert, das ist ein Schild. Ist das ein 100% Schild? Kann ich das tragen? Ich meine, eigentlich bräuchte so das. Das ist ein 80% Schild. Ich brauche aber. Das ist realistischer tragen als diese Pfanne, aber trotzdem. So, was haben wir hier? Zigaretten? Okay, gut. Das ist das neue Zirkus-Trainingsprogramm. Was hat das so funktioniert? Guck mal, hier ist nochmal Treibstoff. Und ein Trank des Scharfschützen. Aua! Oh, Alter, die nervt einfach nur. Warum muss es denn so nervig sein? Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Ist denn stimmt der mit dir nicht? Muss ich jetzt echt noch was essen? Alter, das ist doch absolut dumm! Was ist denn das für eine Scheißmechanik? Ernsthaft! Na klar kann das Vieh, wo es mich nicht mal sehen kann, kannst du mir irgendwelche Sachen an den Kopf werfen. Das ist so dämlich! Ah, 200 Zigaretten sind hier drin. Okay, das ist gar nicht wirklich sehr lohnenswert. Meine Fresse, was ist denn das für ein Bullshit? Was soll denn das jetzt? Dass hier irgend so ein Scheißvieh rumrennt, gegen das ich nichts machen kann? Warum muss denn das jetzt? Wirklich? Mann, das Vieh nervt doch einfach nur. Ich kann nicht dagegen kämpfen, weil es sich einbuddeln kann. Und es wirft mir die ganze Zeit Kacksteine an den Kopf, egal wo ich stehe. Alter, wie dumm ist denn das? Wer hat sich denn den Bullshit ausgedacht? Welcher Entwickler stand bitte schon da und hat sich gedacht, ja, das ist eine spaßige Mechanik, das machen wir auf jeden Fall. Ich habe gesehen, dass ich hier innerhalb von einer Quest gegen dieses Vieh kämpfen muss, weil es hier mitten rumsteht. Das ist jetzt mal komplett sinnlos eigentlich, dass es hier überhaupt rumrennt. Aber wer hat sich denn bitte schon gedacht, dass diese komische, ich vergrab mich und spring dann aus dem Nichts raus Mechanik, dass das irgendwie lustig ist? Ich meine, hä? Das ist ja richtig dumm, oder? Oder habe ich noch was anderes zu essen, was halbwegs was bringen? Zerboten. Okay, jetzt ist das Vieh gerade für den Moment verbuggt. Er weiß nicht, also ganz ehrlich, das ist ziemlich dämlich. Das Ende ist bestimmt ja genauso wie mit diesem Flussviecher. Der mich dann am Ende auch getötet hat. Das macht dich wirklich weniger Schaden, wenn ich nicht durchziehe, oder? Ja, das Problem ist halt, dass ich halt Two-Shot bin von dem scheiß Vieh. So, jetzt ohne Foxy könnt ihr ja langsam mal sicher mal wieder hier. Könnt ihr langsam mal wieder hochkommen, ne? Wie lange will er da noch rumbringen? Kann ich ihn ja nicht aufhelfen? Alter. Kann ich noch was zu essen? Muss ich das verstehen, dass hier irgend so ein Drecksvieh rumrennt? Weil wir können so wie mit Dodge-Rolls. Kann ich hier, glaube ich, halbwegs gut. Kann ich hier, glaube ich, halbwegs gut vorwärts gehen? Vor allem backt das Vieh die Hälfte der Zeit rum. Aber. Geil ist das nicht, ne? Das Feinding ist bewegt, das Maul doch gar nicht. Das ist wie festgefroren. Wie so Muppet. Oh. 250 lächerliche Erfahrungspunkte? Für all diesen Aufwand? Ja, wir können ja irgendwie drei Amazit rauslooten. Ah, trotzdem. Junge. Es regt mich halt, also dieses, ich vergrabe mich und spring. Oh, Plastikflaschen, davon muss ich neulich nach Versorgung tragen. Dieses, ich vergrabe mich und komme dann angesprungen aus übel der Höhe und werf dir einen Stein an den Kopf. Das killt mich ja, ne? So als Spielmechanik. Was soll denn das? Wer hat sich denn das ausgedacht? Das ist halt auch irgendwie. Wahrscheinlich auch genau gegen solche Typen wie mir, die sich halt auf irgendwelche Felsen stehen und dann die Fernkampfwaffen. Irgendwo Fernkampfwaffen. Ich muss Pfeile kaufen. Aber trotzdem, es nervt! So, hier, was ist los hier, Paula? Sieht ganz so aus, als wenn du deinen Setzling abschreiben kannst. Ist das weg? Sie hatten also wirklich keinen dabei, meinst du? Kein Setzling.
Und du glaubst, dass er nicht doch noch irgendwo... Was an kein Setzling verstehst du nicht? Und ich dachte, damit könnte ich mich im Fort zumindest teilweise wieder rehabilitieren. Nein. Ach ja, dann mach du mal weiter. Ich denke noch mal ein wenig darüber nach. Mir fällt schon noch was anderes ein. Wer genau ist denn direkter Vorgesetzter? Ich dachte, das ist genau der Punkt, dass das niemand weiß. Und er auch nicht. Wer genau ist denn dein direkter Vorgesetzter? Ach, das ist mal so und mal so. Der wechselt ständig. Mal der, mal der. Und wer konkret erinnert sich daran, dass du schon lange überfällig bist? Oder würde dich für deine Missgeschicke belangen? Vermutlich alle. Das ist verrückt, das musst du selbst zugeben. Ja, genau. Die Berserker im Fort sind manchmal schon sehr speziell. Darum ist es ja auch so toll, dass ich jetzt bei euch in der Bastion herumhängen darf. Bin schon gespannt, was mich als nächstes erwartet. Nicht nur du. Aha. Naja, gut. Okay, gut. Schön. Dann hätten wir die Quest jetzt ja auch durch mit ihm hier. Wahrscheinlich, wenn wir so weit von der Bastion sind, ist es wieder... Ist es wieder... Hier unten sind wir. Gibt es hier irgendwo noch einen Wegpunkt, den wir irgendwie noch ausnutzen können? Das ist immer wieder sehr beeindruckend, wohin mich diese Quest hier aufführen, ne? Ich meine, hier unten rennen halt lauter Viecher rum, die ich nicht tot kriege. Oh, was ist das hier? Okay, wer kämpft hier gegen wen? Oh. Was auch immer das war, es war ziemlich schnell tot. Das ist Smirlaf übrigens. Aber er ist nur bewusstlos. Ich glaube, Smirlaf ist wichtig. Okay, reden wir gleich mal mit Smirlaf. Warum lasse ich mich eigentlich schon wieder auf einen nicht zu gewinnenden Kampf ein? Ja, also ich mag Fox als Begleiter nicht, weil er nur Nahkampf kann. Und in die Luft schaut. Macht er nicht Schaden? Ich glaube, was diesem Spiel fehlt, ist eine Backstep-Mechanik. Guck mal, wie nice das hier wäre. Was? Wie jetzt? Woran ist das Vieh jetzt bitte schon gestorben? So, mein guter Müll auf, dann komm mal wieder hoch. Ja. Er sieht ein bisschen so aus, als käme er gerade aus der Blue Oyster Bar, oder? Der spielt viel. Ah, das ist quasi perfekt. So, na gut, während Smirlaf bewusstlos rumrennt, loot ich einfach mal diese Hütte, die eventuell seine ist. Guck mal, zum Beispiel Golderz, das hat keiner vermisst. Und hier haben wir noch... Ich habe eigentlich gehofft, dass ich hier irgendwo vielleicht noch einen Wegpunkt oder so finden könnte, der hier... Die Pflanze sieht doch auch nicht fit aus, dafür, dass es hier nicht was nötig ist. Ich hätte mir so ein bisschen gehofft, dass wir hier vielleicht noch was finden könnten. So geht Smirlaf besser, Smirlaf geht besser. So, mein guter Smirlaf. Na? Wo wollen wir denn hin? Hübsche Klamotten. Sehr hübsche Klamotten. Danke. Nimmt das, wenn man das voller Inbrunst sagt, sowas, zu so einem Typen, der dich eigentlich abziehen will, mit, ja, vielen Dank. Das gefällt mir echt gut. Meine Freundin meint auch, sie sind hübsch. Ob das so ein bisschen den Wind aus den Segeln nimmt oder ob das die Leute eher noch saurer macht. Hey, danke. Danke. Ha, der Typ meint echt, ich würde seine Ach, egal. Kommen wir zur Sache. Gib mir all deine Splitter oder es setzt was. Und was, wenn nicht? Ich bin Smirlaf, der Unerbittliche, und du würdest es bereuen, meinen Zorn heraufzubeschwören. Dein Name ist Smirlaf? Oh, du bist ein echt armes Schwein. Du redest gefälligst nicht so respektlos mit mir, klar? Was? Hier nehmen wir ein paar Splitter. Ich kann sie ja übrigens die Splitter zerstören. Für dich ist es besser, wenn du wieder verschwindest. Ich reiße dich ein Stück, du Dreckskerl. Zerstörung entsprechend? Was? Ich kann einfach klein beigeben? Auf keinen Fall. Nein. Der will er gleich 100 haben. Das machen wir nicht. Ich finde es schön, wie Olle Fox mich anguckt, während es dann wieder jung im Wind wackelt. Ja, er soll besser verschwinden. Ich meine, er hat sich von den komischen, verseuchten, verlassenen, wie auch immer, hat er sich, glaube ich, two-shotten lassen. Ich denke mal, so schwer, so viele Lebenspunkte kann er nicht haben. Für dich ist es besser, wenn du wieder verschwindest. Was? Ich lass mich doch nicht. Ich will alles, und zwar pronto. Das gefällt Fox überhaupt nicht. Na dann. In dem Fall, Schmieriges Ärgernis? Aha.
Weil das gefällt Fox überhaupt nicht. Warum das denn nicht? Das war jetzt gar nicht mal. Das gefällt ihm nicht. Warte mal, ich habe doch hier noch ein Schnellspeichern von vor 3 Sekunden. Glaub ich zumindest. Deine Geschichte. Wo bin ich jetzt? Oh nein, jetzt bin ich ja hier. Ich brauche dich nicht mehr. Alles. Oh, das wollte ich gerade gar nicht eigentlich. Warte mal, zumindest. Ich meine, der hat eine ganz coole Axt, ne? Oh. Hä? Was hab ich denn jetzt getroffen? Was? Was hab ich denn jetzt getroffen? Aber warum? Das ist, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass das jetzt so ein krasser Dialog wird mit weißt du, dass das mit alles Müll ab da. So. Er lässt sich halt mit einem Schlag komplett aus dem Latschen hauen, ne? So. Die haben nicht so viel Poys, oder? Das lädt sich, die Ausdauer lädt sich ja scheinbar auch nicht wieder. Von alleine wieder auf, ne? So, das ist letztes Mal auch passiert. Und dann war das Tier auf einmal tot, weil irgendwie Dinge passiert sind. Irgendwie. Es? Was ist denn das für ein Bullshit? Das ist halt so dumm, dass du manchmal von so einer Wombo-Kombo komplett aus dem Leben genommen wirst, ne? Was soll ich denn dagegen machen? Ach so, alles Müller war schon. Lol. Ja, dann komm mal ran hier. Ich bin noch weggerollt! Was ist denn das hier? Ja, du Fox, ist für nichts zu gebrauchen, ne? Er könnte ja einfach zuschlagen! Stattdessen zirkelt er um den Gegner, der stillsteht! Wie dumm ist denn das? Ich meine, wie lange willst du um einen Typen zirkeln, der sich nicht bewegt? Und wenn er mal dann zuschlägt, hat er so moderaten Schaden, sag ich mal. Oh, jetzt ist meine Chance. What? Ich schwebe über ihn! Wie? Was ist denn das für ein Bullshit? Das ist doch einfach dumm! Ich schwebe über den Gegner und der trifft mich trotzdem irgendwie, oder was? Ich erinnere an vor 10 Episoden oder so, als ich verzweifelt versucht habe, diese komischen Drohnen in der Luft kaputt zu hauen, das überhaupt nicht funktioniert hat, weil die Drohnen halt geschwebt haben und es einfach keinen vernünftigen... Hallo? Es geht los! Ja, dann mach doch mal. Du bist denn das? Ja, da ich dass der Damage halt so random ist. Also ich meine, guck mal, er macht ja auch keinen Überkopfschlag, oder? Wo man vielleicht denken könnte, das hab ich dann halt getroffen. Also wie hier so ein Finishing-Move auf dem Boden. Oh, das Müller lebt auch wieder. Könnte er nicht Müller abhauen? Ah, sehr gut. So, jetzt ganz schnell weg hier. Quick Save, Hütte leer räumen, Dingsbums wegschicken und danach den Typen nochmal beleidigen und danach töten. So. Junge.
Ich kann auch den anderen. Ich weiß nicht so richtig, was das Smullop von mir möchte. Ich sehe das nicht ein, irgendeinen komischen Typen hier Geld zu geben. Also, was soll denn das? So. Vor allen Dingen, das gefällt Fox überhaupt nicht. Der hat ja direkt Infinite Skies. Einfach Infinite Skies, den kennen wir doch. Das waren doch die, die das Raumfahrtprogramm gemacht haben, was dann nicht so gut funktioniert hat. So, Rotoprojektor. So. Pokal. So, Judy hier jetzt. Hier, Foxy Boy. Du gehst mal zurück zum Fort. Ich mache hier meine Yoga-Lehrer-Ausbildung. Wenn ich fertig bin, lade ich bin zu einer Stunde ein. Ja, ich hatte mir immer schon überlegt, Yoga zu machen. Das Problem ist, ich kann mir die Bewegung nicht merken. Wenn dann halt irgendwie heißt, hier machen wir hier Woche 3, dann weiß ich nicht, wie das aussieht, dann ist das ein Problem. So. Hier mein Judas Mörlab. Na? Ja, danke. So, erst Smirnoff. Ich weiß nicht, ein Stück drin, für dich ist es besser, wenn du verschwindest. Ja, hier. Was? Oh, er hat einen Bogen. Ich find's auch geil, wie sich. Oh. Macht ja gar keinen Schaden mit seinem Bogen. Ich hab leider keine Munition mehr für meinen Bogen. Oh. Umkreisen, umkreisen! Ist es dein Ernst? Alter! Ach so. So, mal sehen, was das Smirnoff jetzt zu sagen hat. Aua! Das tat weh! Noch mehr davon? Nee, Mann. Ich bin ja schon weg. Davon steckt das meine Zerstörung, weil ich einen Typen, der mich erpressen will, in seine Schranken gewiesen habe? Ich weiß ja nicht. Also das sehe ich gar nicht ein. Nee. So, Jüdi. Dann gehen wir mal kurz zum Resident-Waffenhändler und holen uns mal. Also zumindest machen wir uns jetzt nicht bei Fox, das ging nicht versaut. Warum auch immer er so hart dagegen ist. Die 10 Alex, alter Schwabe. Ja, 10 Alex, die ich hinter nicht hab! Was denn los? Was zum Teufel? Oh, die Kleine? Oh Mann, ich habe extra gerastet, um voller HP zu haben. Jetzt stehe ich wieder. Ach Mann. So, Schmied, hier ist Schmied. Hi, grüß dich. Ich will was bei dir kaufen. So, wir sehen uns beim nächsten Mal.